Ich begrüße dich zum 12.01. zweimal die 1, wie auch schon, aber jetzt an stärkster Stelle die 2. 2 und die 1, das sind zwar zwei Kopfzahlen, aber doch unterschiedlicher Art. Die 2 eher intuitiver, die 1 eben eher verstandesbetonter. Aber insgesamt gesehen eben so eine Art Vertiefungstag. Es kann relativ viel Konzentration, Fokus vorhanden sein und es ist ein idealer Tag, um eben um alles Mögliche mit dem Kopf zu tun. Das jetzt vorbereiten, planen oder entwickeln oder analysieren ist, genau, es geht ja auch mit der 2 darum, so ist ein bisschen die ganze Sache. Oder du kannst heute vielleicht das erste Mal in diesem Jahr mal so wieder also mal genauer hingucken. Ja, also wie ist bisher der Verlauf dieses Jahres also gegangen? Also bin ich auf Kurs, oder? So ein bisschen das schon so vielleicht ein bisschen schon zu analysieren. Ja, wie weit bin ich gekommen mit den Dingen, die ich da jetzt im neuen Jahr eben angehen möchte und so. Also ja. Also ein vertiefter Betrachtungsanalyse, Tag, Kopftag. Also das ist sicher das Beste, was du heute fördern kannst. In der Kommunikation, da kann es durchaus ein bisschen anregend, dynamisch und feuerentwickelnd zu und her gehen. Also es ist gut mit der 13, die wir haben, also 12 plus 1, also Tageszahl und Monatszahl zusammengezählt, gibt die Kommunikationszahl des Tages. Für alle und vor allem für diejenigen, die eben am heutigen Tage geboren sind. So, also geht es darum, also so ein bisschen anregende, feuerbringende, dynamische, aktivierende Gespräche zu führen. Also im Gespräch was zu bewirken, was in dem Sinn was in die Gänge bringen. Menschen, die einem 12.01. geboren sind, ja, die sind sowohl sozial wie auch eigenständig, die sind sehr stark im Kopf, die können natürlich die 12 tun, das sind besonders die 12 und übrigens auch die 24, das sind so zeittypische Zahlen, also Buchhaltungszahlen, wenn du so willst. Also höchst geeignet zum Beispiel für irgendwelche Verwaltungsbürotätigkeiten aller Art, ob das jetzt in der Analyse, in der Erhebung oder in der Buchhaltung oder im Controlling oder sonst irgendwo ist. Oder eben auch als Trainer, also das ist sowieso halt bei den Daten, also bis zum 19., also vom 1.1., alle die zwischen dem 1.1. und 19.1. geboren sind, kann das eben auch immer wieder interessant sein, besonders diejenigen, die zwischen dem 10. und 19. geboren sind, so muss ich das sagen noch, also dann besonders stark, die haben natürlich immer auch spezielle Möglichkeiten als Trainer, als Coaches unterwegs zu sein mit den wichtigen, mit gleich zwei der wichtigsten Persönlichkeitsentwicklungszahlen im Datum. Ja, Menschen, die am 12.01. geboren sind, können eine Verbindung haben, also Kommunikationsverbindung mit Menschen, die an einem 13. geboren sind oder die zum Beispiel an einem 3., 5. geboren sind, und da gibt es natürlich jetzt immer mehr Möglichkeiten, wenn du schon von Anfang an zuschaust oder hinschaust, wollte ich sagen. Okay, also du, ich wünsche dir ja, gute Tätigkeiten heute, gute Erkenntnisse, dieses Jahr schon betreffend, falls du da ein bisschen genauer hingucken möchtest, und ja, wir sehen und hören uns bald.